Entnahme einleiten. Ich wiederhole. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Da freut er sich ganz bestimmt. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Chor A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Chor B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Da seid ihr dieser ja! Vorfall hey, darf nicht hier bekannt drüben! Werden. Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Los! Verbreitet die Meldung, auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge! Alles klar? Boah! War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung! Oh Mann! Das wollte ich schon lange mal ausprobieren! An alle Bürger, bitte bewahren Sie die Ruhe und bleiben Sie bis auf Weiteres in Ihren Häusern. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle. Ja, ein dummer wurde Zufall. Eine Ausgangssperre wenn unsere alte Gruppe bitte begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Die Planung ist schon schwer genug, ohne dass Sie dazwischen funken. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. Hey! Begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Ich habe was Dringendes zu erledigen. Sie sollen in Ihren Häusern warten, bis die Wartungsarbeiten abgebrochen sind. Schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff Glaube, ein voller Erfolg. Jetzt kann bei der nächsten Mission nichts schief gehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten. Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Echt? Na, da muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und teilkneten. Ich freu mich drauf. Na, ich erst. Meinem Vater fast nicht geglaubt, aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher hey. Lustig. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen.
Bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Na? Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja. Zusammen sind wir echt unschlagbar. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Ach, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Biggs schon zurück sind? Hm. Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbei...